In 2 Wochen startet die Rückrunde für diese beiden Teams. Vorher gibt's aber noch einen richtigen Härtetest. Die U19 von Borussia Dortmund gegen die U19 vom FC St. Pauli. 2 absolute Top-Mannschaften im Jugendbereich. Das Spiel braucht so ein bisschen, bis es an Fahrt aufnimmt. Nennenswerte Chancen gibt es bislang noch nicht. Hier traut sich St. Pauli das erste Mal richtig nach vorne. Niklas Natsch holt am Ende den Freistoß raus. Wenn sonst nichts geht, dann meistens über Standards. Finn Ole Becker bringt den Ball in den Strafraum, findet den Namensvetter Finn Xaver Schütt, der Kopfball aber zu schwach. Ansonsten aber der BVB das tonangebende Team. Dortmund mit dieser berüchtigten optischen Überlegenheit, viel Ballbesitz und den besseren Chancen. Paul Philipp Besong, 17 Jahre alt, der Deutsch-Kameruner. Richtige Chancen in dieser Partie nur rar gesät. Dortmund zwar mit mehr Spielanteilen, aber eben auch ohne Torerfolg. Dominik Wanner versucht es mit der Flanke, Mert Kujucu. Passt auf. St. Pauli eigentlich immer nur dann gefährlich, wenn der BVB sich die Probleme selbst bereitet. Michael Luyambula, der Keeper, bringt hier seinen Verteidiger Julius Schell in Gefahr. Und jetzt aufgepasst, ganz feines Füßchen. Die Flanke findet Akanye Armel Gohua, wird von den Beinen geholt. 11 Meter, St. Pauli. Julius Schell, der Unglücksrabe. Erst der Ballverlust, dann das Foul. Die Entscheidung hier aber natürlich eindeutig. Niklas Tibor Natsch tritt an, verwandelt so wie das Wetter heute in Dortmund. Eiskalt. Niklas Natsch gerade noch Geburtstag gefeiert am 24. Dezember. Und das übrigens genau wie sein Vater Tibor. 2 Geburtstage an Heiligabend, das gibt's auch nicht so häufig. Die Führung von Pauli stellt das Spiel so ein wenig auf den Kopf, die Hamburger zuvor eher in der eigenen Hälfte zu finden. Und das ist auch nach dem Tor so. Hüseyin Bulut, es mangelt noch sehr an der Genauigkeit. Es spielt nur Dortmund. Paul Philipp Besong, ein ganz, ganz feiner Fußballer, gibt nochmal ab und aus der Distanz Dominik Wanner. Der BVB spielt besser als Pauli, aber im Fußball zählen nun mal die Tore. Ja, das weiß auch Benjamin Hoffmann, der Dortmunder Trainer. Zur zweiten Halbzeit will er mehr Präzision von seinen Jungs. Unser Team gibt alles. Die erste Chance in Hälfte 2 hat Julius Schell. Völlig frei, der junge Innenverteidiger macht heute einen eher unglücklichen Eindruck. Der BVB macht weiter Druck und meistens geht es dabei, wie in Hälfte 1, über die linke Seite. Florian Rausch setzt sich durch. So langsam kommen sie dem Tor näher. Auch der nächste Angriff geht über die Schokoladenseite der Dortmunder. Schöne Bewegung, Dominik Wanner. Der Ball schlecht geklärt vor die Füße von Jano Baxmann. Was für ein schönes Ding zum 1:1. Der Ausgleich lag in der Luft, man konnte ihn förmlich riechen. Und die Ausführung von Junioren-Nationalspieler Baxmann dann natürlich ein Traum. Doch das Spiel ist ja noch nicht zu Ende. Die allerletzte Chance gehört nochmal den Gästen aus Hamburg. Die Flanke in den Strafraum. Niemand fühlt sich zuständig und Soleyman Kosisada sagt Dankeschön. Ein Tor wie aus dem Nichts und ein Schlag ins Gesicht für den BVB. Soleyman Kosisada hat heute viel geackert und belohnt sich jetzt in der Schlussphase mit dem Siegtreffer. Denn danach passiert nichts mehr. Der BVB über 90 Minuten mit deutlich mehr Spielanteilen, aber eben auch mit grausiger Chancenverwertung. Und so holt sich der FC St. Pauli hier den Sieg im Testspiel.